Migros, der Schweizer Einzelhandelsriese, hat beschlossen, sein kieferorthopädisches Unternehmen Bestsmile zu schließen. Bestsmile, bekannt für seine transparenten Zahnspangen, zielte darauf ab, den traditionellen Markt für Kieferorthopädie aufzumischen. Trotz anfänglichem Erfolg und ehrgeizigen Expansionsplänen stand das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen. Die Entscheidung von Migros, alle Bestsmile-Kliniken zu schließen, verdeutlicht die Schwierigkeiten, sich in der wettbewerbsintensiven Gesundheitslandschaft zurechtzufinden. Die Schließung von Bestsmile kam für viele überraschend, da sich das Unternehmen als führend auf dem wachsenden Markt für transparente Zahnschienen positioniert hatte. Hinter den Kulissen kämpfte Bestsmile jedoch darum, die Profitabilität aufrechtzuerhalten. Trotz mehrerer Versuche, die Geschäftstätigkeit umzustrukturieren und zu straffen, konnte das Unternehmen seine finanziellen Probleme nicht überwinden. Die Entscheidung von Migros, Bestsmile zu schließen, erinnert daran, dass selbst große Konzerne mit beträchtlichen Ressourcen nicht immun gegen Marktkräfte sind. Die Erfahrungen des Unternehmens dienen als warnendes Beispiel für Unternehmen, die in sich schnell verändernden Branchen tätig sind. Die Schließung von Bestsmile wirft Fragen über die Zukunft des kieferorthopädischen Marktes und die Herausforderungen auf, vor denen Unternehmen stehen, die traditionelle Gesundheitsmodelle aufbrechen wollen. Während sich der Staub legt, wird der Schweizer Markt genau beobachten, wie Migros sich auf diesen Rückschlag einstellt und wie der nächste Schritt im Gesundheitswesen aussehen wird. Von Anfang an stand Bestsmile auf dem Weg zur Profitabilität vor einem harten Kampf. Das Geschäftsmodell des Unternehmens, das auf Direktmarketing und ein Netzwerk von physischen Kliniken setzte, erwies sich als kapitalintensiv. Obwohl Bestsmile einen beträchtlichen Kundenstamm gewinnen konnte, hatte das Unternehmen Mühe, genügend Einnahmen zu erzielen, um seine hohen Betriebskosten zu decken. Die Expansion des Unternehmens in neue Märkte, so ehrgeizig sie auch war, belastete seine finanziellen Ressourcen zusätzlich. Zu den finanziellen Problemen von Bestsmile trug auch der Wettbewerb auf dem kieferorthopädischen Markt bei. Das Unternehmen sah sich einem harten Wettbewerb sowohl durch etablierte Anbieter als auch durch eine wachsende Zahl von Start-ups gegenüber, die ähnliche Behandlungen mit transparenten Zahnschienen anboten. Dieser intensive Wettbewerb übte Druck auf die Preise aus und schmälerte die Gewinnspannen von Bestsmile weiter. Die finanziellen Probleme von Bestsmile waren nicht nur auf externe Marktkräfte zurückzuführen. Einige Kritiker argumentierten, dass die schnelle Expansion von Bestsmile auf Kosten der betrieblichen Effizienz ging. Trotz mehrerer Versuche, sich neu zu strukturieren und zusätzliche Finanzmittel zu sichern, fand Bestsmile keinen Weg zur Profitabilität. Die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens führten schließlich dazu, dass Migros die schwierige Entscheidung traf, das Unternehmen zu schließen. Die Bestsmile-Saga ist ein eindringliches Beispiel für die Herausforderungen, vor denen Unternehmen stehen, die in wettbewerbsintensiven Märkten mit hohen Betriebskosten tätig sind. Um ihre Investition zu retten, unternahm Migros eine Reihe von Umstrukturierungsmaßnahmen. Das Unternehmen führte Kostensenkungsmaßnahmen durch, straffte die Abläufe und versuchte, die Effizienz zu verbessern. Zu diesen Maßnahmen gehörten die Schließung von defizitären Kliniken, die Neuverhandlung von Verträgen mit Lieferanten und die Reduzierung der Marketingausgaben. Diese Maßnahmen führten zwar zu einigen Kosteneinsparungen, reichten aber nicht aus, um die zugrunde liegenden finanziellen Probleme des Unternehmens auszugleichen. Eine der größten Herausforderungen für Bestsmile bestand darin, seinen digital ausgerichteten Ansatz mit den Anforderungen des Betriebs physischer Kliniken in Einklang zu bringen. Das ursprüngliche Geschäftsmodell des Unternehmens beruhte darauf, Kunden online zu gewinnen und sie dann zur Behandlung in eine seiner Kliniken zu überweisen.
Dieses Modell erwies sich jedoch als komplexer und teurer als erwartet. Die Verwaltung eines Netzes von Kliniken an mehreren Standorten verursachte erhebliche Gemeinkosten. Ein weiterer Schwerpunkt der Umstrukturierung lag auf der Überarbeitung des Produktangebots und der Preisstrategie von BestSmile. Trotz aller Bemühungen von Migros und des BestSmile-Teams blieben die Umstrukturierungsbemühungen letztlich erfolglos. Die Entscheidung, das Unternehmen zu schließen, war schwierig, spiegelt aber die Realität der herausfordernden Marktdynamik wider. Der Weg von BestSmile, vom vielversprechenden Start-up zum geschlossenen Unternehmen, vollzog sich über mehrere Jahre. Ein Blick auf die Chronologie der Ereignisse, die zur Schließung von BestSmile führten, liefert wertvolle Hintergrundinformationen. 2015. Gründung von BestSmile mit dem Ziel, den Markt für Kieferorthopädie mit transparenten Zahnspangen und einem digitalen Ansatz aufzumischen. 2019. Migros beteiligt sich über ihren Start-up-Investitionsarm Sparrow Ventures erstmals an BestSmile. 2021. BestSmile wächst rasant, baut sein Kliniknetzwerk aus und gewinnt einen beachtlichen Kundenstamm. Doch hinter den Kulissen kommen erste Bedenken hinsichtlich der finanziellen Tragfähigkeit des Unternehmens auf. 2022. Migros beschließt, das Unternehmen vollständig zu übernehmen und signalisiert damit seinen Ehrgeiz, ein wichtiger Akteur auf dem Markt zu werden. Anfang 2022. Trotz des anhaltenden Wachstums werden die finanziellen Schwierigkeiten von BestSmile immer deutlicher. Mitte 2022. Trotz der Umstrukturierungsbemühungen verbessert sich die finanzielle Situation von BestSmile nicht. Oktober 2025. Migros gibt die Entscheidung bekannt, alle BestSmile-Kliniken zu schließen und begründet dies mit anhaltenden finanziellen Herausforderungen. Während die Zukunft von BestSmile in der Schwebe hängt, sehen sich sowohl Patienten als auch Mitarbeiter mit Unsicherheit konfrontiert. Für die Patienten stellen sich viele Fragen. Werden ihre Behandlungen ohne Unterbrechung fortgesetzt? Können sie darauf vertrauen, dass die Qualität der Versorgung hoch bleibt? Auch die Mitarbeiter spüren die Last des Ungewissen. Arbeitsplatzsicherheit, Stabilität am Arbeitsplatz und die allgemeine Ausrichtung des Unternehmens. Alles liegt in der Luft. Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend sein. Die jetzt getroffenen Entscheidungen werden den weiteren Weg bestimmen und sich auf unzählige Lebensläufe und Karrieren auswirken. Als der Dentalmarkt wettbewerbsintensiver wurde, begann BestSmile den Druck zu spüren. Neue Anbieter drängten auf den Markt und boten ähnliche Leistungen oft zu niedrigeren Preisen an. Dieser intensive Wettbewerb begann, BestSmiles Marktanteil zu schmälern, sodass es für das Unternehmen immer schwieriger wurde, seine Position als Branchenführer zu behaupten. In der Zwischenzeit erlebte die Dentalbranche eine Welle der Konsolidierung. Größere Unternehmen begannen, kleinere Praxen zu übernehmen, um ihre Reichweite und ihr Leistungsspektrum zu erweitern. Dieser Trend zur Konsolidierung stellte unabhängige Anbieter wie BestSmile vor noch größere Herausforderungen. Angesichts dieser Veränderungen beschloss Migros, seine Strategie zu überdenken. Das Unternehmen erkannte, dass es sich an die veränderte Marktdynamik anpassen musste, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das bedeutete, neue Geschäftsmodelle zu erkunden, in Technologie zu investieren und möglicherweise sogar Partnerschaften oder Übernahmen in Erwägung zu ziehen, um die eigene Position zu stärken. Die Auswirkungen dieser strategischen Entscheidungen sind für Migros